Hi Leute. Gibt es zu wenig Arbeitsplätze? Heute soll es mal darum gehen. Und zwar, ich finde es ein ganz interessantes Thema, weil sich heutzutage in unserer Gesellschaft sich das Bewusstsein sehr verändert hat, dazu hingehend, dass plötzlich jeder immer arbeiten muss und andere Arbeiten, die jetzt nicht, ja, finanziell ausgeglichen werden, nicht so als Arbeit oder als Leistung angesehen werden. Und genauso der erste Punkt mal, um darauf als allererstes zu kommen. Es ist sehr witzig, wenn man sich mal anschaut. Eigentlich ist es nicht lustig. Heutzutage fragt dich jeder immer erstmal, bei was arbeitest du? Und dann so, ja, aber womit verdienst du dein Geld? Ja, mein Mann arbeitet ja. Meine Frau arbeitet ja. Trotzdem wirst du dann erstmal schief angeschaut. Früher war das noch der Fall, dass nur ein Partner gearbeitet hat. Jetzt in Partnerschaften eben. Oder Ehen. Nur mal, um das Ganze in Relation zu setzen. Auf was für Gedankenkonstrukte wir heutzutage gekommen sind. Hat die Industrialisierung dann so angefangen und wir wurden immer produktiver. Wir wurden um das Hundertfache produktiver. Heutzutage ist es so, man muss sich das wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen und sich das mal überlegen. 1-2% der Jobs, ich weiß die aktuellen genauen Zahlen jetzt nicht, aber ungefähr 1-2% der Jobs, der würde ausreichen, um die Weltbevölkerung, mit Essen zu versorgen. So. Wir sind so viel produktiver geworden und gleichzeitig ist es normal geworden, dass beide Ehepartner arbeiten. So, vor 20, 30 Jahren war es noch völlig normal, dass ein Ehepartner oder ein Partner gearbeitet hat in einer Beziehung. Und heutzutage, wo wir um das Hundertfache produktiver sind, so die meisten Jobs sind einfach nur irgendwelche Dienstleistungsjobs. Die einen machen sich die Nägel, die einen machen Gesetze, die anderen machen wieder Gesetze dagegen, die anderen klagen, die anderen, ja, fahren in Urlaub auf die Bahamas, der andere macht einen Meditationsretreat, egal was. So. Es sind alles nur Dienstleistungsjobs. Die dienen nicht dem Überleben. Aber das ist auch genau der Punkt. Wir sind vom Mindset, von unserer Einstellung her, immer noch an diesem Punkt, dass wir überleben müssten. Wenn dir jeden Moment bewusst ist, dass es hier nicht ums Überleben geht, sondern dass es hier einzig und allein um Bonus geht, um Wohlbefinden, darum, dir ein schönes Leben zu machen. Darum geht es nicht um deine Existenz. Und dann würdest du auch nicht mehr leiden deswegen. Hier geht es nur um gesellschaftliche Anerkennung, um Glaubenssätze, auch wenn viele denken, sie haben die noch nicht so übernommen und sind da sehr offen. 90% der Menschen haben die sowas von indoktriniert, was auch, ja, ist nicht schlimm, ist halt so im Moment. Und es ist auch schön zu arbeiten. Mir geht es jetzt um diesen finanziellen Ausgleich. Viele Menschen arbeiten nicht in dem Sinne, aber leisten unglaublich viel. Und wir sollten wieder die Wertschätzung für Dinge bekommen, die jeder macht. Wir denken im Moment noch, die eine Sache ist besser als eine andere. So. Wir denken irgendwie, hui, das ist der große Manager, das ist irgendwie der Robin Hood oder was weiß ich. Und das ist der Held. So. Derjenige, der, ja, dem Pfeil aus dem Hafter, ihm reicht, so, ist genauso wichtig, so, wenn das keiner macht. Es klingt jetzt so doof und banal, es ist kein Deut besser irgendeine Arbeit, es ist nur anders. Und wir sollten wieder lernen, diese Andersartigkeit zu schätzen, diesen Wert. Dabei geht es nicht um einen finanziellen Ausgleich,
Jemand, der sich daheim ums Haus oder um die Kinder kümmert, sei es jetzt die Frau oder der Mann. Egal, diese Arbeit sollten wir genauso wieder wertschätzen, auch wenn das nicht finanziell direkt ausgeglichen wird. Dafür geht dann der andere Partner arbeiten und gleicht das dann finanziell aus. Und wie gesagt, ich kenne das auch noch so von meinen Eltern, dass nur mein Vater gearbeitet hatte. Und meine Mutter war Hausfrau. So, die hat sich um mich und meinen Bruder gekümmert, um meinen Bruder und mich, und um die Familie, ums Haus, um alles. So. Und diese Arbeit ist nicht weniger wert. Diese Arbeit, für die Kinder ist die noch viel wichtiger. So. Überleg dir mal, kannst du dir ein Leben ohne deinen Vater vorstellen? So? Jetzt für die Leute, die mit einem Arbeitenvater aufgewachsen sind. Es fällt dir wahrscheinlich sehr leicht. So. Ohne Mutter wird es dann schwer. So. Er hat sich um jede Kleinigkeit gekümmert. So. Und solche Dinge sind nicht minder wichtig. Jede Sache ist wichtig. Sie ist einfach anders. So. Das ist genauso wie beim Baum, nur die Früchte zu verehren. Wenn du nur auf die Mangos starrst, oder nur auf den Apfel, nur auf die Birne, auf die leckere Kirsche, so. Dich nur darum kümmerst, dann wirst du vielleicht nicht lange was ernten. Du musst dich einfach nur um die Wurzeln kümmern, um den Boden, um den Nährboden. Die Blätter sind genauso wichtig, so. Wenn du dich nur um die Früchte kümmerst, es sind viel mehr Blätter da als Früchte. Nichts ist weniger wichtig. Wir müssen nur differenzieren, klar. Die Früchte essen wir, die Blätter essen wir nicht. Aber um die Früchte zu essen zu können, muss alles intakt sein. Und damit wir auf diesem Planeten leben können, muss auch die Luft und alles frisch und gut sein. Sonst können wir hier nicht lange leben. Genauso, wenn wir uns unverantwortlich verhalten, in jeglicher Hinsicht. Und es liegt nur daran, weil das Bewusstsein nicht entwickelt ist. Wenn dir jeden Moment bewusst ist, dass das, was du hier ausatmest, der Baum hier einatmet, wenn dir das jeden Moment bewusst ist und dass du genauso das einatmest, was der Baum hier ausatmest, wenn dir das bewusst ist, jeden Moment, dieser Zusammenhang, dieser größere Zusammenhang, dann gehst du ganz anders mit der Natur, mit deiner Umwelt um. Und dabei geht's nicht um ökologisches Hippie-Gelaber oder irgendwas. So. Das ist ganz einfache logische Zusammenhänge. Die kann jeder erkennen. Du kannst hier nicht existieren ohne einen Baum. Genauso meinen wir ja irgendwie das Insektenleben mit Pestiziden, was auch immer, komplett vernichten zu können, anscheinend. Aber dürfte hinreichend jetzt bekannt sein und angekommen sein, dass wenn es keine Bienen mehr gibt, wenn die Blüten nicht mehr bestäubt werden, dass wir nicht mehr hier überleben können. So, und jetzt muss man sich mal fragen, wir als super intelligentes Lebewesen auf diesem Planeten, wenn wir verschwinden von diesem Planeten, dann blüht die Erde auf, dann geht's der Erde gut. Die Natur kann wieder aufatmen und alles kommt wieder ins Gleichgewicht. So. Und wenn sowas wie die Bienen, sowas Kleines, Nichtiges, Unbedeutendes verschwindet, ja, dann sterben wir aus. So. Diese unwichtigen, kleinen, nichtigen Sachen und wir sterben aus. Jetzt mag ich für den einen vielleicht ein bisschen abgedriftet sein von diesem Thema Arbeit, aber das ist genau der Punkt. Es sind genauso Leistungen. Eine Biene denkt sich auch nicht, ich muss hier was leisten. Aber das, was eine Biene macht, ist wichtiger als was du vielleicht machst, wenn du gerade deiner Arbeit nachgehst. Wie 95% der Jobs. Und deshalb finde ich es auch schön, wenn immer mehr Jobs geschaffen werden, die wieder im Einklang sind. Bei denen zumindest nichts zerstört wird. So. Die Welt einen Schritt besser ins Gleichgewicht wieder bringen. Und dieses Problem der Arbeitslosigkeit, wie gesagt, wo ist der Sinn? 20, 30 Jahre zuvor, wo wir wesentlich weniger produktiv waren, konnte noch ein Lebenspartner arbeiten.
Und jetzt, wo wir 100-mal so produktiv sind, müssen plötzlich beide arbeiten. Wo ist der Sinn? Wir sind so in irgendwelchen Details und Glaubenssätzen verankert und haben nicht mehr das große Ganze im Blick. Und deshalb kämpfen wir um unser Überleben immer noch. Über 95% unserer Bevölkerung sind noch nicht aus dem Muster gekommen, aus dem Steinzeitmuster raus und geistig ein bisschen weiterentwickelt, haben sich ein bisschen evolutioniert, so, in ihrem Denken, in ihrem Handeln und kämpfen immer noch ums Überleben. Wir geben vielleicht 10% unseres Gehalts heutzutage noch für Essen aus. So, früher waren das 50% in Deutschland. Und dann erzählen mir Leute manchmal, oh, ich habe nicht genug Geld, um mir Essen zu leisten, um mir gutes, gesundes Essen zu leisten. Hey, 10% vom Gehalt, okay? So, wenn du 100% von deinem Gehalt dafür ausgibst oder 80% und für Miete oder umgekehrt, auf jeden Fall, wenn alles für Essen und Miete drauf geht, dann kannst du kommen und sagen, hey, ich habe kein Geld dafür. Das kann wohl nicht sein, ich kann davon nicht leben. Wir müssen mal wieder die Relationen sehen und diesen Aspekte und von dem Bewusstsein des Überlebensmodus dahin zu kommen in den Überfluss. Das heißt, wir sind schon in einem totalen Überfluss und trotzdem hat es uns so wenig Glück beschert. So. Die meisten Leute laufen gehetzt herum als vor 50 Jahren, sind gestresster, weniger glücklich. Das heißt, wir haben unglaublich viele Technologien, unglaublich viel Komfort im Äußeren geschaffen, was super ist, was wunderbar ist, ist nicht schlecht, ist super. Man sollte die Technologien nur richtig nutzen und das benutzen, was man braucht. Jeder hat genug für das, was er braucht. Darum braucht keiner Angst zu haben. Aber dazu muss das Bewusstsein sich weiterentwickeln. Dazu gibt es gewisse Techniken, du kannst Atemtechniken machen, du kannst ja gewisse Übungen machen, um dir das wieder jeden Moment bewusster zu machen, um da achtsamer zu werden für deine Umwelt und einfach für deine ja, Rezeptivität, für deine Aufnahmefähigkeit. Denn wenn du das jeden Moment spürst, diese Zusammenhänge, wenn du jeden Moment dir klar bist über diese größeren Zusammenhänge, dann muss dir keiner mehr gewisse Dinge erklären. Da brauchst du auch keine Moral mehr. So, du musst auch keinem erklären, dass er sein Kind nicht abstechen soll. Klingt jetzt vielleicht hart für viele, aber das musst du keinem erklären. So. Weil du dieses Lebewesen eingeschlossen hast. So. Wir Menschen sind dazu fähig, das zu erkennen und dann kümmern wir uns um gewisse Dinge. Und genauso, wenn du erkennst, dass alle anderen Dinge genauso wichtig sind für dein Überleben, wenn du merkst, dass es wichtig für dich hier zum Überleben ist, dass du hier frische Luft, ein gutes Klima und eine gute Umwelt hast, dann verhältst du dich dementsprechend. Dann brauchst du niemanden erklären, dass er sein Kind nicht abstechen braucht. Das kommt ganz automatisch, wenn die Menschlichkeit in uns wieder wächst, wenn das Bewusstsein wächst. Diese Wachheit, diese Klarheit über die Auswirkungen von unserem Handeln. Das wollte ich heute nur mal loswerden. Ein paar kleine Gedankenanstöße. Ich hoffe, das hilft dem einen oder anderen weiter. Mich würde auch deine Meinung dazu sehr interessieren. Post einfach unter das Video. Und ansonsten macht's gut, Leute. Bis dann. Ciao.